Wenn Jesus stets sagt, das ist der Wille des Vaters, Jesus sagt das. Wenn Jesus zum Vater betet, gehe dieser Kelch an mir vorbei, nicht wie ich will, sondern wie wer will, wie der Vater will. Das ist ja alles. Also wenn ich Jesus sehen würde, wie er den Vater anbetet und mit Angesicht zu Boden geht, ich würde nicht ihn anbeten, ich würde mit ihm den Gott anbeten, den er anbetet. Ich will dir nicht irgendwelche Wörter in den Mund legen. Es muss auch nicht eins zu eins so stehen, wie ich das jetzt gefragt habe. Das ist eben die größte Frage und das verstehe ich von den Muslimen. Wo sagt Jesus, ich bin Gott? Oder wo sagt er, ich bin der Sohn Gottes? Aber dadurch, dass zum Beispiel er Sünden vergibt, dass er, wenn man ihn anbetet als Gott, dass es nicht verweigert, gibt es ganz viele Stellen. Oder wenn er Blinde heilt oder selber sagt, ich bin der Sohn. Okay. Wo hat Jesus Sünden vergeben? Ganz, ganz oft. Ja, kannst du mir eine Stelle nennen? Die Ehebrecherin. Kennst du sie? Das Beispiel der Ehebrecherin. Ja, da wurde aber keine Sünde vergeben. Doch. Es wurde nur gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Zum Pharisäer. Ja. Genau. Und meine Frage ist, wenn Jesus sündenlos war, warum hat er den ersten Stein nicht geworfen? Er hat es nicht auf sich selbst getroffen. Bitte? Er hat es nicht auf sich selbst getroffen. Nee, die Pharisäer sind gekommen. Hoppala. Die Pharisäer sind gekommen und wollten ihn quasi verraten an Pontius Pilatus, dem Militärbeamten damals. Die Pharisäer haben ja ständig die ganze Zeit ihn versucht irgendwie töten zu wollen, ja. Und sie haben quasi genau einen Grund gesucht. Und vielleicht können wir kurz, ja genau. Und sie haben ja quasi einen Grund gesucht und das war ja auch in Matthäus Evangelium ist das, wo die Juden dann eine Ehebrecherin gebracht haben. In der Hoffnung, dass Jesus sie steinigt. Genau. Genau. Und sie ihn dann an Pontius Pilatus verpetzen quasi und er gekreuzigt wird oder getötet wird. Ja? Es ging nur damals nicht darum, dass sie ihn. Sie wollten ihn aufdecken im jüdischen Volk, aber jetzt primär diese Planung, dass sie ihn töten können, ist ja erst später. Ja, ja, aber das Ding ist, die Anfrage war. Oder die Intention der Pharisäer war, hier ist eine Ehebrecherin. Jesus, wenn du behauptest, die Gebote zu halten, dann musstest du sie was? Steinigen. Ja? Das heißt, die Anfrage ging nicht an seine Jünger, ging an Jesus. Und Jesus hat daraufhin gesagt, und sie haben Steine in die Hand genommen, Jesus hat daraufhin gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die Anfrage ging aber an ihn. Und dann haben die Leute die Steine fallen lassen. Jetzt ist meine Frage, wenn Jesus sündenlos war, warum hat er den ersten Stein nicht geworfen? Dann müssten wir aber genau nachschauen, ob es steht, ob wir ihn sie steinigen dürfen oder ob du sie steinigen sollst. Nee, die Pharisäer sind ja zu Jesus gegangen, sie sind ja nicht zu seinen Jüngern gegangen. Aber es kommt ja auch darauf an, wie man es bespricht, wie man es sagt. Ja, natürlich, man kann es auch irgendwie interpretieren, aber kontextualisiert gesehen ist es so, dass es Sinn ergibt, dass man sagt, die Anfrage kam an ihn, ja. Die Jünger haben die Steine fallen lassen, weil Jesus gesagt hat, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das ist ganz plausibel aus islamischer Perspektive nachzufragen, wenn Jesus sündenlos war, und wir glauben, dass Jesus sündenlos war, by the way, warum hat er den ersten Stein nicht geworfen? Darf ich eine Gegenfrage? Natürlich. Weil das interessiert mich. Wenn ihr glaubt, dass Jesus sündenlos ist, behauptet ihr damit, dass ein Mensch sündenlos sein kann? Ja. Das ist eine Annahme, ja. Das heißt, das würde ich gern verstehen. Wie ist der Kontext? Was ist der Tod im Islam? Weil im Islam ist es so, Sünden haben eher ein Gewicht. Es ist so, okay, wenn du etwas falsch sagst, ist es nicht so schlimm wie mir, wenn du jemanden tötest. Okay? Es gibt bestimmte Stufen von Sünden. Genau, nicht alle Sünden sind gleich, ja. Und im Christentum ist es eher so, die Sünde ist eine Pest. Sobald du einmal gesündigt hast, machst du den Willen Gottes nicht. Gell? Und dann bist du es nicht würdig, Gott gegenüber zu treten. Dann kannst du nicht auch nicht in seine Gegenwart kommen, weil du unwürdig bist. Mhm. Und das ist halt die Sache. Sobald du einmal gesündigt hast, kannst du nicht mehr zu Gott kommen. Sprich, jeder verdient den Tod. Weil Konsequenz der Sünde ist der Tod. Mhm. Naja, die Konsequenz der Sünde kann nicht der Tod sein, weil der Tod an sich ist ja nicht direkt eine Bestrafung. Der Tod an sich, der Tod an sich ist die Trennung von Gott. Naja, der Tod, also die Definition von Tod ist das Separieren der Seele vom Körper.
Das ist die Definition von Tod, ja? Das Separieren der Seele vom Körper. Und dann beginnt das Jenseits. Ja? Und da wird man gerichtet. Ja? Das heißt, das ultimative Ziel ist nicht der Tod. Aber wenn du sagst, Jesus hat Sünden vergeben, ist kein Problem, wenn du jetzt nicht einen expliziten Vers gibst. Ja, aber kann schon explizite Verse geben. Welche beispielsweise? Ich kann es dir erst nachschauen. Und dann ja, okay. In der Bibel nach. Weil ich kenne diese Stellen. Und es ist ein großer Unterschied, ob jemand sagt, deine Sünden sind vergeben, weil das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat nicht gesagt, ich vergebe dir deine Sünde. Ja? Das könnte genauso eine Offenbarung vom Vater sein. Der Vater hat dem Sohn offenbart, dass die Sünde jener Person vergeben wurde. Ja? Das heißt, er hat nicht in Anspruch genommen, Sünden zu vergeben. Ein kleines Beispiel aus der prophetischen Tradition. Der Prophet Mohammed hat gesagt, 10 Personen kommen ins Paradies. Das heißt, sie haben ein Freifahrtsticket ins Paradies. Das waren 10 einer seiner Jünger. Ja, 10 davon. Wer kann das Paradies geben? Nur Gott. Jesus, der Prophet Mohammed hat aber nicht in Anspruch genommen, dass er jetzt Gott ist. Es war eine Offenbarung. Und an den Stellen, wo Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben, sagen wir, dass es auch eine Offenbarung vom Vater war. Okay. Verstehst du? Die Jungfrau erwarten mich. Weil bei 25... Danke, wir führen ein sehr nettes Gespräch. Es wäre sehr nett, wenn Sie nicht unterbrechen. Das heißt, das ist die Erklärung aus islamischer Perspektive. Du wolltest noch irgendwas sagen davor? Nein, es gibt halt zum Beispiel verschiedene Stellen, oder es gibt die eine Stelle, wo der Jünger ihn anbetet. Ja. Und er. Genau, ja, das wolltest du sagen. Ja. Genau, und wenn man halt nicht den Anspruch nimmt, Gott zu sein, dann muss man sagen, hey, nur Gott ist Anbetung würdig. Weil das ist ja, erstens das und zweitens auch als er. Okay, darf ich da kurz meinen Kommentar quasi dazu geben oder das Verständnis, was ich habe aus dem Neuen Testament? Darf ich ganz kurz zu einem Fall? Ja, natürlich, bitte sehr. Können Sie gerne nehmen. Die Anbetung einer Person erhöht ja diese Person nicht zu einem Gott. Satan wird genauso angebetet. Kein Christ kommt und sagt, okay, Satan ist Gott und er hat die Anbetung oder er hat es verdient, angebetet zu werden. Ja, verstehst du? Das heißt, dass jemand dich anbetet, ist in keiner Weise etwas, was dich zu einem Gott erhebt. Aber aus christlicher Perspektive, beispielsweise, ein Beispiel, das Thomas beispielsweise. Dann wird immer behauptet, Thomas hat quasi darauf beharrt, er will dieses Wunder von Jesus, sonst glaubt er nicht an ihn. Genau. Jesus vollzieht dieses Wunder, daraufhin sagt er, mein Herr und mein Gott. Ja. Aber an diese Stelle wird nicht bezogen, dass er das zu Jesus gesagt hat, im Sinne von, dass Jesus sein Herr und sein Gott ist. Weil Herr bedeutet, im Griechischen hat es 3 Bedeutungen, der Sklave zu seinem Meister, der Arbeitnehmer zu seinem Arbeitgeber und der Schüler zu seinem Lehrer. Thomas hätte genauso sagen können, mein Herr zu Jesus, dass er ihn als seinen Herrn akzeptiert, aber schlussendlich Gott, den Vater, dankt. Das heißt, das Szenario hätte genauso ablaufen können, dass man sagt, mein Herr zu Jesus und mein Gott. Wir haben keine Videoaufzeichnungen von dieser Situation. Ja, damit gehst du aus, dass Jesus auferstanden ist. Das was? Dass Jesus auferstanden ist, sonst hättest du das nicht sagen können. Das war ja nachdem Jesus gekreuzigt war. Ja, aber eine Auferstehung ist ja auch... Schau mal, das Ding ist, im Gespräch mit Christen, ich finde das immer sehr interessant, christliche Mitmenschen, die versuchen auf Jesus immer diesen Exklusivitätsanspruch zu projizieren, ja, und sagen, deswegen ist Jesus Gott. Also unsere christlichen Brüder und Schwestern in der Menschheit, sie sagen, schau, Jesus war sündenlos, deswegen ist er Gott. Jesus hat Wunder vollbracht, deswegen ist er Gott. Jesus hat Sünden vergeben, deswegen ist er Gott. Jesus sagt, Jesus ist auferstanden, deswegen ist er Gott. All das sind aber keine Attribute, die wir nur Gott zuschreiben können. Wunder hat auch Moses vollbracht. Auferstanden ist auch Lazarus. Wir alle werden sterben und irgendwann auferstehen. Bitte? Lazarus ist durch Jesus. Ich weiß, aber wenn das Kriterium aufgestellt wird, er ist Gott, weil er auferstanden ist, ist es völlig irrelevant, von wem Lazarus auferstanden wurde. Er ist auferstanden. Und wenn wir irgendwann sterben, und da sind wir uns alle einig, ja, jeder Mensch wird sterben. Allah sagt im Koran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Dann werden wir auch irgendwann auferstehen. Aber wir werden nicht irgendwie zu Göttern. Ja? Jesus hat in keiner Weise unmittelbar Sünden vergeben, sondern er hat
eine Offenbarung bestätigt, dass die Sünden von jener Person vergeben wurden. Ja? Jesus hat zum Vater gebetet. Jesus hat gesagt im Johannesevangelium, das ist das ewige Leben, den Vater, dich zu kennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das heißt, er macht hier einen Unterschied zwischen dem Vater und Jesus. Dass der Vater der einzig wahre Gott ist, nicht Jesus selber. Was sagst du zu diesem Vers? Nochmal den Vers. Der Vers in Johannes, ich glaube Kapitel 14, 2 müsste das sein. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, den Vater zu erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Genau. Eine Gegenfrage. Es gibt ja, ich meine, das sind ja alles legitim. Die Gegenfrage ist legitim, wenn wir beim Thema bleiben. Ja, okay. Ich bleib beim Thema. Erstens, warum sollte Jesus sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Denn wer mich erkennt, hat auch den Vater erkannt. Mhm. Damit behauptet er, dass nur wenn du fast forward sein Geschenk annimmst, mhm, dass ich für deine Sünden bezahlt habe, naja, erst dann kannst du den Vater, seinen Geist erhalten, also einfach den Vater. Mhm. Den Vater, das heißt, man kann zum Vater nur durch Jesus. Ja. Okay. Wie ist dann Moses zum Vater gelangt? Beziehungsweise, welche Kriterien hat Moses füllen müssen, wenn er Jesus nie getroffen hat? Das ist, genau. Man sagt dir, dass Gott kann. Weil dieser Vers, den du erwähnst, in Johannes, der war ja nicht existent zur Zeit von Moses, zur Zeit von Abraham, zur Zeit von Noah. Genau. Jesus ist der Weg zu Gott, nicht das Ziel. Jesus sagte, ich bin der Weg zu Gott, aber nicht das Ziel. Das Ziel ist wer? Der allmächtige Gott, der Vater aus der sprachlichen, aus dem hebräischen Wortlaut, der Vater im Sinne von der allmächtige Gott. Ja? Aber Jesus ist nicht das Ziel. Deswegen sagen wir, Jesus war der Weg und der ultimative Weg jetzt für die Menschen ist der Prophet Mohammed. Ganz kurz, warum sagt er, niemand kommt zum Vater, denn durch mich oder nur durch mich? Ja, ja, das bestätige ich hier auch. Ja, damals zu dieser Zeit kam niemand zum Vater, außer durch Jesus. Dann könnte er aber sagen, es gibt ja auch dieses schöne Beispiel, dass er sagt, ich wahrlich, ich schicke euch jemanden, mhm, der wird mit euch sein und dann Beistrich und dann, das ist der, deswegen fange ich jetzt an, mehr Bibel zu lesen. Mhm, verstehe ich, ja. Ja, da braucht man ein bisschen Übung dazu. Ich bin auch am Lernen und so weiter. Genau, aber ich weiß den Kontext, ich weiß die Stellen, dass er halt voraussagt, dass er den Geist schicken wird. Ja. Den die Apostel, das weiß er sicher, dann Pfingsten ist geworden, mhm, den die Apostel dann erreichen. Okay, wo ist hier die Göttlichkeit? Was meinst du? Was? Ja, genau. Dass er nach den, weil er sagt, den Geist senden wird. Ja. Also, dass er jemanden sendet, macht ihn göttlich, oder wie verstehe ich das? Mein Punkt war, dass du meinst, dass daraufhin dann später Mohammed geschickt wird, ja, und dass er dann das Ultimativum ist, weil er dann den Weg zeigt. Naja, okay. Aber ich habe diesen Vers gar nicht in Erwähnung gebracht. Ja, aber ich bringe ihn nicht. Aber ich sage gar nicht, dass mit diesem Geist der Prophet Mohammed, ich habe diese Behauptung nicht aufgestellt. Also das hast du sicher gehört, nein, davor, nein, von Muslimen und so weiter. Ja? Diese ganz, weil ich höre mir das ja an. Was, ja. Deswegen, aber schau mal, wir sprechen hier über so multivalente Verse, die so mehrdeutig sind. Ja. Und wenn wir im Alten Testament sehen, weil schlussendlich als Trinitarierin glaubst du ja, dass wenn Jesus Gott ist, Gott über alles ist. Ja. Ja. Und Gott auch derjenige war, der das Alte Testament offenbart hat. Und im Alten Testament äußert sich Gott so klar, er ist der einzig wahre Gott. Er ist ein neidischer Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm. Höre Israel. Shema Israelu Adonai Elohim Adonai Ahad. Höre Israel, unser Herr ist der einzige Herr. Elohim ist ja das Wort für Gott. Nicht immer. Nicht immer auf Nicht immer. Ja, ja. Genau. Das Ding ist, Elohim werden auch Personen genannt. Beispielsweise im, genau, Alten Testament, Gott macht Moses als Elohim als zu Pharao. Genau, da gibt es Yahweh, Elohim, Adonai. Genau, du kennst dich anscheinend besser. Naja. Und das Ding ist, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, dieser Gott im Alten Testament, der sich so klar äußert, hat plötzlich im Neuen Testament, plötzlich, keine Ahnung, nicht mehr die Möglichkeit, sich so klar zu äußern, und Christen versuchen aus so mehrdeutigen Versen herauszuzwingen, sage ich jetzt schon,
und versuchen irgendwie auf Jesus diese Göttlichkeit zu projizieren, obwohl es eigentlich klar dargelegt werden sollte. Ja? Wenn ich ein Buch verfolgen möchte, dann sollte klar sein, wer Gott ist. Daraufhin gibt es im Alten Testament, das weißt du bestimmt, viele Prophezeiungen. Okay? Ja. Diese Prophezeiungen wurden durch Jesus Christus bewahrheitet. Nicht alle, aber die meisten, ja. Die meisten, mhm. Genau. Auch als die Pharisäer sagen, ja, wer glaubst du, wer du bist? Oder irgendwas wegen Abraham? Schau mal, das ist die... Ja? Ganz kurz. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, bevor Abraham war, bin ich. Ja. Und das ist auch ein Statement, wo man sagt, als Prophet kannst du nicht sagen, ich war vor Abraham. Und genauso wie 1. Johannes... Aber was ist ich bin? Ich bin ein, ist ein unvollständiger Satz. Was bedeutet ich bin? Bei Moses, als der Feuerbusch war, sagt genau Gott, also im Alten Testament, wird auch gesagt, dieses Ich bin. Ja. Warum sagt Jesus den Satz nicht zu Ende und sagt, ich bin Gott? Dann hätten wir diese Diskussion überhaupt nicht. Er sagt, ich bin, und Christen versuchen das irgendwie krampfhaft zu projizieren auf das Alte Testament, wo Jesus, wo Gott sagt im Alten Testament, ich bin. Ja. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Griechischen aus diesem Kontext befasst hast, das ist nicht derselbe Wortlaut wie im Alten Testament. Was Jesus sagt, ich bin, ist nicht derselbe Wortlaut wie im Alten Testament. Deswegen sagen viele Neutestamentgelehrten, dass es in diesem Vers nicht heißt, ich bin, sondern ich werde sein. Ja, das heißt, hier gibt es auch genauso eine Mehrdeutigkeit. Sehr ambiguöse Verse, die herangezogen werden, um Jesus Göttlichkeit zuzuschreiben. Aber warum nimmt man einfach nicht den Vers in Johannes, wo Jesus sagt, das ist das ewige Leben. Weißt du, was das ewige Leben ist? Das ist das Paradies. Das ist das Paradies im Jenseits, wo wir alle hin möchten. Wo Jesus ganz klar sagt, das ist das ewige Leben, den Vater zu erkennen und Jesus Christus, und dieses Und ist ein Separieren, ist das Separieren, den du gesandt hast. Genau das, was wir Muslime glauben. Wir glauben, er ist der Messias, von der Jungfrau geboren, ist ein Gesandter Gottes, ein Prophet Gottes, ist mit Wundervoll gekommen. Gott hat ihn beschmückt mit dem Injil, mit einer Offenbarung, mit einer barmherzigen Mutter, die ihn beschützt hat, der das Gebet verrichtet hat, die Zekah entrichtet hat, dem sein Tag, an dem er geboren wurde, gesegnet wurde und der Tag, an dem er sterben wird, in seinem zweiten Kommen, auch gesegnet sein wird, das ist der Sohn Mariams. Das ist der Sohn Marias. Warum kann man nicht diesen Vers so nehmen oder beziehungsweise Jesus nicht ständig Wörter in den Mund legen, die er nie gesagt hat? Da habe ich eine Gegenfrage. Warum? Bitte. Als Frage, wenn Jesus all diese komplett komplexen, vielfältigen Sachen gesagt hat, wieso hat er es nicht genau klar gesagt, dass man sagen kann, schau, er hat diesen Anspruch nie genommen. Ja, aber das würde ich erwarten von einem Gott, der im Alten Testament ständig darauf verweist, dass er der einzige Gott ist, ein neidischer Gott. Und neben ihm ist kein einziger anderer Gott. Wieso hat es denn Gott zugelassen, dass er so eine, nehmen wir für mich an, dass da so eine Verwirrung entsteht im Nachhinein? Weißt du, was ich meine? Genau das ist ja meine Frage an unsere christlichen Mitmenschen. Warum tut er das? Warum sollte er das tun? Ich sehe keinen Sinn darin. Ich sehe keinen Sinn darin, dass Abraham mit dem reinen Monotheismus gekommen ist. Kein Heiliger Geist im Sinne von göttlich. Moses kommt mit derselben Botschaft wie Abraham. Mohammed kommt mit derselben Botschaft. Aber dann haben wir plötzlich einen Bruch in diesem Muster, wo Gott sich plötzlich abrupt in einer Trinität offenbart. Trinität heißt nicht Politik. Ich weiß, ja. Ja. Also aus unserer Sicht ist es schon Polytheismus. Ja. Ich weiß, dass es aus unserer Sicht keine ist, ja. Weil Gott kann man nicht erfassen. Er ist komplex. Die Frage ist, was meinst du mit erfassen? Aber nochmal zu dem Thema, bevor wir abweichen. Kannst du dich nicht damit abfinden, dass man sagt, der Vater ist der einzig wahre Gott und Jesus Christus ist der, den er gesandt hat? Und dass es nicht nach Jesus seinen Willen gehen soll, sondern dem Willen des Vaters? Ich meine, als Christen, ihr betet ja ständig dieses Vater unser. Ich bete es nicht. Nicht, okay. Aber das hat Jesus quasi, auf das hat Jesus verwiesen, wie man beten soll, genau. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe.
dein Reich komme. Das heißt, Jesus verweist hier in diesem Gebet stets auf den Vater, nicht auf sich selbst. Jesus sagt das. Wenn Jesus zum Vater betet, gehe dieser Kelch an mir vorbei, nicht wie ich will, sondern wie wer will, wie der Vater will. Das ist ja alles. Also wenn ich Jesus sehen würde, wie er den Vater anbetet und mit Angesicht zu Boden geht, ich würde nicht ihn anbeten, ich würde mit ihm den Gott anbeten, den er anbetet. Also das wäre, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Perspektivenwechsel, wo du vielleicht anders denkst, kann sein. Das Ding ist, das, was ich persönlich mit Jesus, mit Gott erlebt habe, mhm, kann man nicht dadurch wegnehmen, was jetzt du mir argumentierst, verstehst du? Okay, ich habe jetzt nicht so viele gute Argumente, deswegen, wie gesagt, möchte ich mir in der Bibel lesen, möchte ich mich mit mir auseinandersetzen. Aber das, was ich erlebt habe, genauso wie wenig, wie wenn er mir jetzt erzählt, was er erlebt hat, ich will es ihm nicht abspeichern, weißt du? Weil ich mir denke, ich finde es super, was du machst, weil du stehst dafür ein, was du glaubst. Und genauso finde ich es super, wenn das Christen machen. Und ich finde es super, dass es so nicht aufdringlich ist. Weil, wie er gesagt hat, diese Christ, die er begegnet ist, das war einfach so oft. Von dem her, ich finde es voll cool, dass du dafür einstehst, was du glaubst im Vorhinein. Ich sage jetzt nicht mehr, was du glaubst. Ja, ja. Ich finde das super.